da bin ich wieder zurück. So, wir machen weiter. Wenn du getötet wirst, vergeht die Zeit und du wirst am nächsten Schnellreisepunkt wiederbelebt. Erzheim-Aufträge werden geklärt und siegreich Hauptmänner steigen in der Stufe auf. Neue Erzfeind-Aufträge beginnen und Leerstellen in der Armeemenü können aufgestellt werden. Erzfeind-Aufträge sind nur für eine gewisse Zeit aktiv, wenn die Zeit voranschreitet. Wenn der Zähler unter einen Auftrag gesenkt, läuft der Zähler ab, wird der Auftrag automatisch geklärt. Alles wir werden klar. Außerdem Kommandanten brauchen. Herausragende Orks, die mehr als nur Schlachtvieh sind. Aber was ist mit diesem Wald? Er ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Unsere Armee zu errichten hat Vorrang. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Deswegen werden wir jetzt mal anfangen, mal erstmal großartige Orks zu holen. In Nurm wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Was wurde aus Litharil und ihrem Volk? Königin Marwyn. Sie war die erste, die eine Ork-Armee vorschlug. Diesmal wird alles anders. Wir haben den neuen Ring. So, und jetzt. Die Wiederbeschaffung eines neuen Rings gibt dir die Macht, deine Feinde zu beherrschen. Es ist Zeit, dir eine Armee zu formen. 4720 EP und 890 Geld. Sei einfach Münzen. Bis gleich. Wenn es den Cutscene geben würde. Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Ich mag ihn. So, dann geht's weiter. Hauptmänner können als Gefolgsleute rekrutiert werden. Greife einen Hauptmann zu rekrutieren so lange an, bis er grün bricht und halte dann B gedrückt, um ihn zu beherrschen. Ja, kommt nur her! Man kann nie zu viele Köpfe. Du stehst da ganz. Kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Wow. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Ja, moin. Hell oder dunkel, ist mir doch gleich.
Solange ich das Rückgrat meiner Feinde herausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr werdet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Jo. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Also Bruce, der gefällt mir. Ja, moin. So, Ring gemacht. Und ein Fähigkeitspunkt. Stufe 14. Bruce will dir dabei helfen, den Oberherrn zu besiegen und die Festung von Nuon zu erobern. So, dieses Gebiet wird von einem furchtbaren Oberherrn aus der Festung Stabwurzel heraus kontrolliert. Als Auftakt deiner Eroberung Mordors musst du Starkwurz angreifen und einnehmen. Verstärke deine Armee, indem du zusätzliche Hauptmänner rekrutierst, die in deinen Angriffstrupp als Angriffsführer dienen. Drücke RB, um Belagerungsverbesserung der Festung zu zeigen. Diese stärksten Kämpfer der Oberherren sind seine Hauptlinge. Sie sind für die Verteidigungsanlagen der Festung verantwortlich, die auch Belagerungsverbesserung genannt werden. Du kannst einen Häuptling hervorlocken, indem du einen Konföderationsauftrag ausführst. Ein hervorragender Häuptling kann entweder getötet oder aber beherrscht oder so für deine Armee rekrutiert werden. Das Töten oder Beherrschen eines Häuptlings war der Angriff auf die Festung, deaktiviert seine Belagerungsverbesserung und schwächt so deine Verteidigung der Festung. Bruce hat sich deine Angriffsführer als Angriffsführer angeschlossen. Rekrutiere weitere Hauptmänner, damit sie sich damit Angriffsturm anschließen und gib ihnen Marian aus, um Belagerungsverbesserung für sie zu kaufen. So. Also, wir haben jetzt sozusagen einen Angriffskollegen hier, einen Angriffsführer. Und wir können jetzt sozusagen bestimmte Einheiten holen. Da jetzt der Grabwandler, oder besser gesagt der Bruce, der Abhacker, jetzt drin ist, können wir die angreifende Armee wird mit einer Gruppe von Olokai verstärkt und Festungswehr einzureißen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht, wir wollen ja die Angriffswehr noch verstärken. Die Angriffsarmee wird mit einer Gruppe von Gargoyle-Reitern verstärkt. Das würde ich nehmen. Also man kann nur eine Verbesserung machen, nicht nur, also bis gesagt, nur eine. Das heißt, da ist jetzt sozusagen jetzt erstmal uns. Also wir brauchen jetzt unbedingt ungefähr jetzt. Wir müssen jetzt erstmal Würmer suchen, wo wir halt die Häuptlinge jetzt aufmachen müssen. Und dann müssen wir erstmal gucken, welche Häuptlinge Dings. Ich werde es so machen. Ich werde erstmal die Festung einnehmen. Ja, und dann die Nebenquest-Mission machen. Um euch nochmal kurz das zu zeigen, wie das mit der Festung so läuft. So. Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. So. Wir noch eine Fähigkeit. Dann würde ich das mit dem Reiter nochmal weitermachen. Zuschlagen. Und die brauchen wir sowieso dann mal. Inventar. Hier einen Stufe 12.
So, wir brauchen jetzt in diesem Gebiet jetzt erstmal einen Wurm, der uns dann jetzt erstmal, also diese Queen machen. So, dann machen wir mal hier ein bisschen auf. Okay, wir haben sogar jetzt einen Bogenschützen. So, dann haben wir noch einen zweiten. Okay, besonders an für bessere Angriffe. Auf jeden Fall noch einige Waffen aufzunehmen. So, dann machen wir mal. Wir machen mal den auf. Yo! Stärken, Art der Vollstrecke. Haben wir einen gefunden. So, wir brauchen jetzt noch ein paar Würmer, damit wir überhaupt noch wissen, wie was jetzt. Aus 20 Fuß Entfernung anfallen und töten. Stell dir vor, du könntest das. Wer sagt, dass ich es nicht kann? Halt! So, da haben wir einen großen. Wir werden jetzt mal einen Blätter aufmachen. Haben wir schon den nächsten? Brauchen jetzt erstmal zwei Einheiten, mindestens zwei Bullocks. So, Bunker auf. Sie werden ja lauter Trolle, Alter. Ja, moin. So. Kämpfe für mich! So,
gibt es ja schon einen Oberherr. Tags. Gut, wir haben einen Bogenschützen da. Der ist schon mal sehr gut. So, ich verstehe den Waldläufer schlechter nicht. Wenn der Waldläufer so sehr hasst. Vielleicht erzürnt es ihm. Oh, der warte nur, bis ich deinen Kopf mache. Es ist hart. Aus deiner Leiche gepflückt hab, werde ich sie alle blitzsauber lecken. Ja, ja. Wir müssen nur so weit. So, du kannst diesen Hopper nicht rekrutieren, weil seine Stufe zu hoch ist. Drücke Y, um den Hopper zu beschämen und seine Stufe zu senken. Mhm. Jetzt haben wir den auf 11 geschmissen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wo unser Herr Kollege ist. Armee. Wollen wir den beschämten Kollegen hier. Ja, ist okay. Ich brauche jetzt auch nicht. Ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. So. Der Arminia ist sozusagen beschämt. Das heißt, wir müssen erstmal dahin. War eine Insel im Scheidemeer im Westen, das größte Reich der Menschen, bevor es in den Wellen versank. Wenige überlebten die Katastrophe, vor allem Siedler, die sich ins heutige Mittelerde aufmachten. Wir Gondoraner ließen uns oft von dem inspirieren, was wir über Numenor wissen. Viele junge Soldaten kamen, um diesen Helm zu berühren und träumten von den großen Schlachten in fernen Ländern, die sein Besitzer erlebt haben muss. Ein numenorischer Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. So, wir machen uns den
Also jedes Mal, wenn der Kollege zu hoch ist, muss man den beschirmen, um seine Stufe ein bisschen runter zu machen. Und ich denke mal, wir sind ja jetzt schon glaub, Stufe 14 oder Stufe 14 ungefähr. So viel Grün hier, so viel Wasser. Ich mag es lieber braun und dunkel. So, da ist er. Jeder kann stark sein, wenn der Bessere gefesselt ist. Darauf freue ich mich schon lange. Ich werde diese Vorfreude fast vermissen. Was war das da drüben? Ihr fühlt... Okay, das war ein Wurm. Komm, dann machen wir mal den ersten Halbling mal auf. Okay. Ich kann deine Schwäche! Als du mich beschämt hast, hast du mir wirklich wahren Schmerz gezeigt. Dieses Gefühl wird mich begleiten. Und dich ebenfalls! Zittere vor mir! So, Rengo Dien! Du wirst mir dienen! Oh, danke, Herr! Das war rückziehen. Du hast Tatsuko beherrscht, bevor Flock den Wächter hinrichten konnte. Du bist mein. Kann ich nicht gut? Okay. Der Stufe 15. 10? Okay. Schon dein Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Ja, gut. Markiere deinen Gefolgsmann. Tags. Drücke, um den Gefolgsmann als deinen Leibwächter zu machen. So, da haben wir den 13. Oh, der ist legendär.
Volksfeuer, die du als Seilbrecher dienen können, jetzt herbeigerufen werden, um deine Seite zu kämpfen. Drücke rechter Stick, um deinen zugewiesenen Seilbrecher dazu zu schmeißen. So, aber wir machen erstmal. Wo sind wir jetzt? Oh, Jesus, Maria. Wen haben wir denn da? Ja, das ist 17. Wir brauchen. Erstmal müssen wir gucken, was wir hier haben. 13 haben wir den Bogenschütze. Wir brauchen nochmal ein bisschen mehr Infos. Ne? So, Tyon ist jetzt 14. Wir brauchen ein bisschen. Müssen wir den aber jetzt beschämen, der jetzt bei uns hier vorne steht. Eine Patrouille. Und sie weiß nicht, dass sie nicht allein ist. Bror. Ich war bei der Belagerung von Minas Ithil. Die Bleichhäute haben uns fast aufgehalten. Ja, bis die Nahtul sie einfach da rausgeschrien haben. So. Gucken wir mal auf seine Laufbahn. Wir werden mehr Holz haben, als wir verarbeiten. Dass der Charakter da mal weg ist.